Plattenkletter! Au, au, au! Ich möchte so ein bisschen gerade die Zeit nach vorne drehen und wissen, wo landen wir denn? Also das hält mich sehr, es hält mich sehr auf Trab. Ich bin sehr müde, ich kann dann trotzdem nicht schlafen, weil es so spannend ist. Es ist einfach so spannend. Wir sind hier auf St. Pauli, in unserer ganz eigenen Bandwohnung. Das ist unser Lost Place. Ja, das ist ein Bereich, wo wir arbeiten, WG sein können, wenn wir wollen, uns treffen, um kreativ zu sein, Songs zu schreiben, Konzepte zu entwickeln, Ideen zu entwickeln. Nick, unser Schlagzeuger, schläft hier relativ häufig. Der ist der Einzige, der nicht hier aus Hamburg kommt. Der kommt aus dem Harz. Also haben wir hier unser eigenes kleines, Domizil, unser Lord of Lost Museum. Die Musik kam zu mir, da war ich 2 Jahre alt. Da saß ich auf dem Schoß meiner Mutter bei einem klassischen Konzert und wir saßen in der ersten Reihe direkt vor dem Cellisten. Ich habe wohl danach in alles an Instrumenten, was da war, immer genommen und so gehalten wie ein Cello. Also ich wollte dieses Spielzeug. Und ich habe dann so lange genervt, dass ich mit 5 endlich anfangen durfte, Cello zu spielen. Und mit 10, 11, 12 kam dann irgendwann Gitarre dazu. Also ich bin mit Nagellack und Eyeliner in die Schule gegangen. Und das maßgeblich durch Roxette tatsächlich. Und mich an die alten Vinyls erinnern, die zu Hause standen. Und gerade David Bowie war eine super große Inspiration. Es hat mich nicht immer nur das Düstere fasziniert, sondern auch immer schon Glamrock, und das tut's bis heute. Und dann habe ich mich erst angefangen zu beschäftigen mit Bands wie The Sisters of Mercy und Depeche Mode und The Cure. Und das war mir total neu. Und da kam die große Faszination. Und 2007 war der Moment, wo ich viele Songs anfing zu schreiben. Da wurde dann eine Band draus, Lord of Lost. Und ich brauchte natürlich Bandmitglieder. Und ich habe im Freundeskreis einfach gefragt. Und der erste, den ich gefragt habe, war Klaas. Der hat im Gitarrenladen meines Vertrauens gearbeitet. Herzlich willkommen bei Lord of the Lost Folge. Jared und P habe ich kennengelernt als meine Studenten. Nach meinem Tontechnikstudium habe ich doziert am SAE-Institut. Sie waren beides meine Studenten. Und Nick habe ich kennengelernt 2011, glaube ich, als da war noch Drummer in einer anderen Band. Und wir haben uns einfach angefreundet. Ich weiß noch, auf St. Pauli vor, weiß nicht, 7 oder 14 Zahlen erst. Für Leute da draußen erstmal unvorstellbar, sie sagen, wie kannst du denn jahrelang Musik machen? Wenn du das liebst, was du tust, dann machst du das. Und dann kommen 100 Leute und irgendwann sagst du, wow, jetzt sind unsere Konzerte fast immer 4-stellig. Also das ist schon verrückt. Das ist eine sehr schöne Sache in diesem Gothic- oder Dark-Segment. Jetzt Crossdressing in welcher Form auch immer oder jetzt irgendwie queer zu sein, in welche Richtung auch immer, das deckt das ja eigentlich alles ganz gut ab. Das ist tatsächlich in dieser Szene total normal und auch viel normaler als in vielen anderen Szenen, wo man dann gleich sagt, boah, das sieht jetzt schwul aus oder so. Also sowas kenne ich dort nicht. Man kann sich in dieser Szene sehr gut aufgehoben fühlen, wenn man irgendwie anders ist. Und das ist auch das, was der Name Lord of Lost für uns sagt. Ein Ort, wo man hin kann, wenn man ja Zuflucht sucht in Musik. Ja, wir sind jetzt seit Ende 2016 in diesem Line-Up super stabil und wir sind eine Firma tatsächlich richtig, Lord of Lost, eine GmbH. Wir machen alles zusammen, teilen alles, das Risiko, den Gewinn,
Und vor allen Dingen teilen wir eine großartige Freundschaft. Also wir haben uns schon öfter beim ESC beworben. Also ich glaube, ich habe das erste Mal alleine gemacht, ohne dass ich den anderen überhaupt davon erzählt habe. Weil ich dachte, naja, wenn man dann wirklich, wir schicken jetzt einfach eine Bewerbung und wenn die jetzt ja sagen und die Jungs aus der Band finden das doof, dann kann ich ja immer noch sagen, sorry, war nur ein Spaß. Okay, Aufnahme läuft. Okay, Blood and Glitter. Blood and Glitter, sweet and bitter. We're so happy we could die. Das hier ist ein Fotobuch von dem britischen Fotografen Mick Rock. Der hat so ziemlich alles fotografiert, maßgeblich in den 70ern, was so in der englischen Rockmusik gerade in dieser frühen Phase des Glamrock Rang und Namen hatte. Und der hat mich total fasziniert, weil das genauso, also das kann ich total fühlen. Und ich habe das Buch total vergessen. Und hab's dann vor 2 Jahren, Frühjahr 2021 ungefähr wiedergefunden und dachte so, wow, warum führt das keiner fort, diese Geschichte, zumindest emotional. Und wir haben dann das Booklet des Albums so angelegt, dass es tatsächlich dem Feeling von Blood and Glitter nahe kommt. Wir hatten tatsächlich überhaupt nicht dran gedacht, dass wir jetzt unbedingt einen Song für den ESC schreiben, sondern wir wollten einfach einen coolen Titelsong für ein Album schreiben. Also habe ich mich mit einem Freund, mit dem ich gerne Songs schreibe, mit Rupert von der Band Eisbrecher, hingesetzt. Was passiert eigentlich, wenn man sich die ganze Zeit vorstellt, es wäre eine ESC-Bühne? Mit der Show. Man schreibt einen Song anders. Du achtest beim Intro nicht nur darauf, wie es klingt, sondern du achtest auch beim Intro drauf, wie du möchtest, dass es aussieht mit dem Licht, es fängt ruhig an, ein Lichtkegel, Blood and Glitter, so zack, dann kommt die Gitarre, dann bricht es los, dann kommt hier Pyro. Wenn du einen Song schreibst mit einer visuellen Komponente, schreibst du einen ganz anderen Song. Das heißt, wir haben tatsächlich einen ESC-Song geschrieben, ohne dass wir vorhatten, den einzureichen. What we are is but a choice, a promise to ourselves. 1, 2, 3, scream for me, Liverpool! Und ich hatte auch bei der Bewerbung schon das Gefühl, ich glaube, das wird was. Und wenn dann die Ansage kommt, ihr müsst doch bitte alle 5 in einen Zoom-Call mit dem NDR, die haben noch ein paar Fragen. Und es wäre auch ganz cool, wenn ihr einigermaßen gut ausgeleuchtet seid. Ich darf euch offiziell mitteilen, dass ihr beim ESC-Vorentscheid dabei seid. Yes. Yeah! Wie geil ist das denn? Hier ist live aus Köln der deutsche Vorentscheid. Unser Lied für Liverpool. Und sie verbreiten Metal und Gothic Vibes. Lord of the Lost. Show me how to hold on. Love, 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 love. Ich konnte das alles gar nicht richtig genießen, weil ich nur dachte, oh, ich will jetzt wissen, wie es ausgegangen ist. Ich bin auch so ein Typ, ne? Wenn ich dann wirklich mal ein Buch lese, ich lese immer die letzte Seite zuerst. Ich will wissen, wie es ausgeht. Auch bei Filmen. Ich muss vorher wissen, was passiert, weil ich ansonsten, ich kann das nicht aushalten. Ich kann es viel mehr genießen, wenn ich weiß, okay, die sind alle am Ende tot. Und dann gucke ich mir den Film an und finde es dann interessant, wie das passiert. Und deshalb hätte ich es beim Vorentscheid auch gern gewusst. Die 12 Punkte go to Will Church. Will Church, congratulations. Und das ist strong. Mir war es nicht klar, aber ich war mir sehr sicher, dass wir aus Finnland viele Punkte bekommen, vielleicht sogar 12. Rock und Metal ist in Finnland einfach mit die populärste Musikrichtung. Ansonsten habe ich mich sehr gefreut bei der Punktevergabe für Will Church. Will Church! Will Church. Will Church! Will Church! Trotzdem war ich natürlich so ein bisschen so, gewinnen wir nicht, aber
jetzt so Fünfter werden, wäre schon ein bisschen schade. Denn jetzt kommen wir zu Ihren Punkten und das sind insgesamt 368 Punkte, die prozentual auf 8 Acts verteilt werden. Ich wusste natürlich, man hatte diese 361 Punkte oder so, die konnten noch vergeben werden vom Publikum. Und ich dachte, naja, vielleicht geht er ja noch was. Aber dann bekam Icke Hüftgold 101 Punkte oder so. Und war dann auf einmal bei 111 Punkten. Ich so, boah, wow, das ist echt. Das ist echt viel. Damit schießt er sich ziemlich weit nach vorne. Ich bin Analytiker, ne? Also ich mache ja diesen Job auch. Ich bin Musikproduzent, Songwriter. Ich muss mit Zahlen und Labels arbeiten, jeden Tag, den ganzen Tag. Das heißt, ich gucke mir sowas im Vorfeld an. Partyschlager in Deutschland, Marktanteil so groß. Metal-Rock, Marktanteil 7%. Spotify-Streams, ich gucke mir das alles an. Und dann siehst du Icke Hüftgold und siehst du Lord of Lost und denkst so, was soll denn da jetzt passieren? Unser Publikum vergibt hier 146 Punkte. Das heißt, diese 360 Punkte und alles, was dann an Punkten kam, habe ich abgezogen. Und ich wusste das ja eigentlich, aber ich musste es aus ihrem Mund hören und dann hieß es an Will Church gehen. 21 Punkte. Und oben bewegte sich nichts mehr. Das war crazy. Also ich war auf einmal sehr blutleer im Gehirn. Ich bin dann auch wirklich so in mir so zusammen gesunken. Witzigerweise war dann der Gewinnerauftritt von der Stimme viel besser, weil ich nicht mehr aufgeregt war. Und dann kommt der erste Refrain. Ich habe mich umgedreht und auf dem Go, Go kam genau in dem Moment auf einmal gerade die vorne von Lonely Spring mit ihrem Pogo auf die Bühne. Und auf einmal bewegte sich alles wie in Zeitlupe irgendwie. Es war total schön. Es war so eine verrückte Nacht, ne? Also wir waren dann 2 Stunden lang echt eingespannt in Interviews. Ich bin dann ins Hotel und habe ich Instagram aufgemacht und habe dann ein Video gefunden von Pi, wie er sich hinter der Bühne eine Minute Zeit genommen hat, um kurz seine Gedanken zu sortieren. Und jetzt, wo ich das ausspreche, ist es wieder in meinem Kopf ein totales Feuerwerk und gleichzeitig unfassbar. Ich habe dann durch Instagram von Pi mal erfahren, wie es ihm dann eigentlich so geht, weil ich mit ihm nach diesem Vorentscheid kein Wort gewechselt habe bis zum nächsten Tag. Gerrit, der hat verschlafen. Den hat keiner wach bekommen bis 10. Er muss dann alleine fahren. Die Band Lord of the Lost vertritt Deutschland in diesem Jahr beim Eurovision Song Contest. Hi, wie hat sich euer Leben verändert nach dem Vorentscheid, seit dem Vorentscheid? Also wir sitzen jetzt hier im Morgenmagazin. das war vorher nicht der Fall. Es gibt schon viele Sachen, die man sonst so nicht macht. Also du darfst auf einmal, ja, große Fernsehsender da sind, große Zeitschriften, für die man vorher nicht relevant war. Du spielst nicht für den König von England. Wir werden heute für den König, also für Charles III. Und Camilla werden wir heute auftreten. Das gehört zu den Sachen, die man sich vor ein paar Wochen nie hätte ausdenken können. Und damit geht jetzt kein Wunschtraum in Erfüllung. Ich wollte jetzt nie für König Charles oder Prinz Charles damals Musik machen. Aber wenn man dann mal die Chance hat, dann ist das schon wirklich sehr schön. Ich freue mich sehr. Ja. Das muss man bei beiden sagen. Also kannst du bei ihr und bei ihm sagen. Und das muss man auch nur einmal sagen. Danach darf man Sir und Ma'am sagen. Und aber muss man irgendwie knicksen oder? Also die Männer, ihr müsst nicht. Aber wenn, dann ist ein Bo und es ist nur ein Nicken. Also ihr müsst da nicht ein Bückling machen oder nicken. So, sondern wirklich nur nicken. Wir standen in der Reihe und haben Shake Hands gemacht und dann kamen Charles und Camilla. Wir haben ein paar Worte gewechselt, er hat uns viel Glück gewünscht für Liverpool, hat ein bisschen was zu den Kostümen gefragt, wo man solche Sachen herbekommt. Ich werde die Hand nie wieder waschen. Hamburg! Also der Auftritt ist schon ein bisschen skurril, weil ja, da stehen dann halt so viele Leute und irgendwelche Politiker und so diese ganze Entourage von diesen der Hamburger High Society, so im Kostümchen und mit einem Sektchen und so.
und rocken dann so ein bisschen freundlich mit und das ist ein bisschen wie in Zoo gehen. Für die und auch für uns. So, und das ist auch völlig okay, aber da prallen so Welten aufeinander, das ist schon sehr skurril und sehr lustig. Wir werden heute versuchen, euch möglichst ja, einfach echt darzustellen. Also ich mache Regie, sorry. Hätte ich vielleicht gleich sagen sollen. Ist nicht schlimm. Wir drehen heute hier auf dem Schiff und im Hafen und um den Hafen herum die sogenannte Postcard. Das ist dieses 30, 40 Sekunden Filmchen, was man sieht, kurz bevor wir beim ESC selbst auftreten. Hamburg, kalt, nass, windig. Wichtig, ausreichend frankieren, die Postcard. Ja. Ich habe nicht erzählt, dass ich seekrank bin. Ich auch, das ist eine Brille. Also wir haben schon mal die Theorie aufgestellt, wenn man mit Schwachsinn reden und blöden Wortwitzen Energie erzeugen könnte, dann wäre die Klimakrise gelöst. Ja, das ist echt schlimm. Also man muss schon besonderen Humor haben, um bei uns irgendwie nicht wahnsinnig zu werden. Hallo. Willst du mitessen? So sah jeder Kindergeburtstag bei mir aus. Oh. Wir sind heute bei einer Veranstaltung, die heißt Eurovision in Concert in Amsterdam. Das ist eine von diesen berühmten ESC-Pre-Partys, wovon international diverse stattfinden. Und heute hier momentan ist die große Pressekonferenz. Das ist ganz verrückt. Es gibt Tische, wo die ganzen Artists stehen mit lustigen Schildchen drauf, mit Landesflaggen. Das ist sehr spannend. Und wir lernen uns heute auch hier kennen. Es gibt viele von den internationalen Künstlern, die ich heute das erste Mal sehe. Und das freut mich sehr. Es gibt heute Abend mit 29 ESC-Artists quasi wie so eine Art, ja, schon mal vorfühlen in das Finale-Feeling. Was wir als Band vorbereiten können, haben wir alles vorbereitet. So. Weil wir müssen jetzt nicht jeden Tag diesen Song spielen. So, das sitzt. Wir können gerade selber gar nicht mehr wirklich viel machen. Das Einzige, was ich wirklich jetzt noch machen muss, dass ich mich mit unserem Creative Director Marvin noch mal 2 Tage einschließe und meine Kamerakommunikation und die Wege übe. Und gerade bei einer Band wie uns, die durch dieses Make-up und die Kostüme und durch 5 Leute auf der Bühne schnell so eine Grenze durchbrechen, also wo es schwer ist, diese Grenze zu durchbrechen, dass du nahbar wirst, dass man in der Lage ist, auch den Song hier so zu fühlen, finde ich es besonders wichtig, dass die Kamerakommunikation stimmt. Dann auch eigentlich auf Happy, oder? Ja. Nicht auf da. Wenn du ein Konzert spielst, was 1 Stunde dauert oder 2 oder 3, dann kannst du das alles aufteilen auf eine Show. Du kannst auch dich für einen ganzen Song mal vom Publikum wegdrehen, um einen fremden Moment zu erzeugen. Das kannst du in 3 Minuten natürlich nicht machen. Du musst da genau schauen, wann wird wie kommuniziert. Genau. Und da ist das Auge und die Kamera sind ja, ist ja auch ein Auge quasi, maßgeblich wichtig. Ja. Die 3 Minuten sind schnell vorbei.
Wenn ich krank werde, dann weiß ich auf jeden Fall, dann kriegt Marvin den roten Lackanzug und dann ein bisschen Eyeliner und dann geht das ab. St. Pauli ist nicht schön, aber St. Pauli hat Charakter und hier ist unsere Arbeit, hier sind unsere Freunde, das ist irgendwie, es ist wirklich richtig Heimat und ich mag auch die Verbindung zu den vielen bunten und schrillen Menschen, die hier eben auch sind, wie Olivia Jones zum Beispiel. Wir haben ja heute ja mal eben richtig was zu feiern. St. Pauli ist außer Rand und Band. Denn wir trinken ja heute das letzte Bier vor Liverpool. Wir kennen uns seit über zwei Jahrzehnten. Wir kennen uns seit 1999. Da hat Olivia nämlich Drag-Shows gemacht, während ich an der Bar gearbeitet habe. Sehr, sehr schrille Zeit. Aber seitdem kennen wir und lieben wir uns. Und ich verfolge die Jungs natürlich, weil ich finde das absolut abgefahren. Ich finde es auch zeitgemäß, weil es ist schön bunt, es ist irgendwie schräg. Aber es hat eine gute musikalische Substanz. Und das gefällt mir echt. Und vor allem, dass die Jungs das wirklich alles selber gemacht haben. Ohne, dass da ein Management ist und sagt, ihr müsst jetzt das machen und ihr müsst so. Also das ist schön. Dadurch ist es wirklich auch echt und cool. Wir wünschen Lord of the Lost viel Glück in Liverpool! Dankeschön! Schönen guten Abend, Klaas aus Sao Paulo. Heute wird die Band Lord of the Lost für das Summer Breeze ein Konzert geben und sie tierisch rocken. Also haben sie viel Spaß. Bis dahin... Kann ich ein Foto mit dir machen? Ja. Zurück an die Zentrale des NDR. Ja, die Tour Südamerika und Mexiko, die ist halt schon lange, lange geplant. Und sowas sagst du halt nicht einfach ab. Deshalb, ja, geht's jetzt nochmal nach Südamerika und Mexiko. Und dann nach Liverpool. Die Leute hier sind unglaublich leidenschaftlich, ein extrem lautes Publikum. Ja. Also lauter singt keiner mit als Mexikaner oder Südamerikaner. Es ist also egal, was wir machen, auch wenn man weit weg ist von zu Hause. Also Eurovision Song Contest ist immer im Kopf, das ist immer da. Also ich wache jeden Morgen auf mit dem Wissen, ich muss bald auf der Bühne in Liverpool stehen und singen. Das ist allgegenwärtig, das ist die ganze Zeit da. Also wir sind ja in Manchester gelandet und dann hier rüber gefahren mit dem Bus. Es hat ganz doll gekribbelt, weil in Manchester am Flughafen schon Plakate hängen. Ganz schön abgefahren. Wir verzichten, zumindest für die Hauptbilder, komplett auf Schwarz. Wir haben nur Rot und Gold. Es war auch wichtig, auf Schwarz zu verzichten, weil wenn du Rot und Gold mit Schwarz mischt, dann sind wir eine laufende Deutschlandflagge. Und darauf hatten wir keine Lust. Das sieht einfach doof aus.
So, also sieht dann halt aus wie keine Ahnung, Fankurve WM-Endspiel. Also haben wir Rot und Gold gemacht, auf Schwarz verzichtet. Ich merke gerade, dass der Absatz von dem roten Schuh einen Zentimeter höher ist als der vom goldenen, aber ist auch egal. Der Song fängt mit Stimme an. Und wenn sich einer da draußen fragt, wie macht man denn das? Fängst einfach irgendwie an zu singen in irgendeiner Tonart und dann findet sich das schon. Also ich höre auf dem Ohr wirklich dann Metronomklick, ja, piep, 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 piep und so ein Gong, so ein Akkord, dass ich weiß, in welcher Tonart ich bin, dass ich quasi alleine anfangen kann. Denn ich singe zwei Worte, bevor man auch nur ein anderes Instrument hört. Und zwar die Worte Blood, End. Und auf dem G von Glitter kommt das Klavier. Blood and Glitter. Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dann... kennt ihr das, wenn man das Herz so schlagen hört im Kopf? So ist das. Und so ist das die letzten Wochen beim Einschlafen, wenn man so auf dem Kopfkissen liegt und denkt, warum ist hier so ein Lärm? Das ist eigentlich der eigene Herzschlag, den man dann so hört, der einen wach hält. Ich bin super zufrieden mit den Jungs und mit mir. Von der Performance erstmal, fürs erste Mal. Also, ja, danke, Tito. Was ich unfassbar beeindruckend fand, war eben gerade dieses erste Viewing, also das Reviewing unserer Probe. Blood and glitter, sweet and bitter, we're so happy we could die. Das ist so ein technisches Meisterwerk, was da in der Decke hängt, was da auf dem Boden ist. Also man kennt ja seinen Fernseher zu Hause an der Wand, aber dass der gesamte Fußboden ein Fernseher ist. Das ist einfach schon total krass, dass man jeden Tag hier spürt, bald ist es soweit und wir stehen jetzt wirklich bald auf dieser Bühne. Ich kann es auch nicht oft genug sagen, also es ist diese Bühne und wir... sind die, die jetzt für Deutschland antreten. Und es geht in diesem Moment nur um uns. Und alle gucken auf uns. Hunderte Millionen. Wir dürfen plötzlich die Nationalmannschaft sein. Ja. Das ist richtig krass. Ich wünsche auf jeden Fall allen, dass sie nicht miterleben müssen, wie irgendeiner von uns in irgendwelche Flammenwerfer reinrennt. Ja. Oder dass unfreiwillig meine Flügel anfangen zu brennen. Oder dass die hinten von ihren 7 Meter hohen Podesten fallen. Genau, wir wünschen viel Spaß und ansonsten, wenn es zum Brand kommt, wünsche ich, dass ihr doch im richtigen Moment auf Aufnahme drückt. And there will be applause, I'm pretty sure. And you can hold the positions, you can blow kisses, you can wave.